Hallo, hier habe ich mal ein bisschen ein spezielleres Video. In diesem Fall sieht man einfach, das ist ein gerader Handlauf mit einem Übergang auf einen gerundeten oder einen Kantenzugswip als Handlauf, das heißt für eine Wendeltreppe. Das ist ja nicht immer ganz einfach zu konstruieren, weil ich brauche hier auch die ganzen Ebenen und alles Mögliche. Und wie man dazu jetzt kommt und diesen Schnitt generieren kann, möchte ich hier zeigen. Das heißt, ich fange hier einfach mal an. Der einfachste Weg, ich muss irgendwie eine Ebene in diesen Schnitt oder in das, wo es abgeschnitten wird, reinbekommen. Der einfachste Weg ist hier über eine Kollisionsprüfung. Das heißt, ich sage hier einfach Kollisionsprüfung zwei Teile und möchte die hier dann anlegen. Zum Beispiel mit diesen. Und das ist das zweite Teil. Das heißt, jetzt hat er mir hier oder erstellt er mir hier diese Kollisionsprüfung. Man sieht auch bei der topologischen Berechnung, dass das eine sehr komplexe Berechnung ist oder komplexe Teil ist, das heißt, weitere Teile suchen möchten wir hier nicht. Das heißt, hier sieht man dann die Kollisionsgruppe, die hier dann angelegt worden ist. So, wenn man sich das jetzt ansieht, dann ist genau hier diese Fläche drinnen, das ist jetzt eigentlich diese Kollisionsfläche. Das heißt, ich muss einfach hier eine Linie reinbekommen und wo ich meine Skizze oder meine Ebene drauflegen kann. Am einfachsten, ich erstelle mir hier einfach eine 3D-Skizze und ich mache hier einfach zwei Linien rein. Das heißt, mit der Enter-Taste komme ich zu meinem erweiterten Punktfänger, sage jetzt einfach auf dieser Kante und mache das jetzt dreimal und einmal hier. Das heißt, jetzt kann ich schon mit dem Befehl Bearbeitungsebene hier meine Teile angreifen und habe hier automatisch auch eine Ebene drauf. Jetzt muss ich hier kann jetzt hier wieder alles einblenden. Ich muss jetzt hier einfach ein Rechteck zeichnen, wo ich einfach einen Translationsteil draus mache. Das gibt eine Skizze. Diese Ebene zum Beispiel. Den natürlich auch vorher machen können. So. Mache hier einfach einen Translationsteil. Der rechte Maustaste, Translationsteil. Dieses kann jetzt einen Meter lang sein. Sage hier einfach übernehmen. So. Das heißt, jetzt habe ich hier einfach in meiner Schnittebene direkt mein Teil drinnen. Jetzt, so wie es jetzt ist, sage ich, dieses Teil soll aktiv sein und ich möchte dieses Translationsteil hier einfach subtrahieren. Das heißt, ich sage, subtrahiere dieses Teil davon weg, sondern möchte ich natürlich noch erhalten, sage in diesem Fall ja und jetzt ist es genau hier angeschnitten. Jetzt sage ich zum Translationsteil, es soll natürlich in die andere Richtung gehen und sage hier einfach Minus, also ganz vorne Minus. Okay, und dasselbe mache ich mit dem zweiten Teil. Das heißt, ich wähle das Teil an, sage in diesem Fall wieder subtrahieren, dieses Teil, zweites Teil halten, sage ich wieder ja zum Beispiel, kann das natürlich jetzt auch trotzdem weglöschen. Jetzt habe ich genau diesen Schnitt drinnen, jetzt ist nur einfach die Kollisionsnote drinnen, diese lösche ich hier raus und ich habe hier automatisch meine Gärung hier reingebracht. Das heißt, hier ist es dann auch richtig angeschnitten und hier erstellt.